Hallo zusammen. Ich habe kürzlich einen Film gemacht über einen alten Bundeswehrbegriff in Form von einem Rätsel. Da sind derart tolle Kommentare gekommen, es hat richtig Spaß gemacht, die durchzulesen. Auch die Frage, ob es da einen zweiten Teil gibt, mache ich heute. Also ein neues Rätsel zu einem alten Bundeswehrbegriff. Es gehört zu jeder Armee wie Einsatzübung oder Manöver. Jeder Soldat hat es schon mal gemacht. Und spätestens beim Eintritt in die Bundeswehr haben es die kennengelernt, die noch nicht wussten, um was es hier geht. Manchmal im stumpfen alltäglichen Dienst, bei unsinnigen Arbeiten, dem sogenannten FIK, die Steigerung ist der Dumpfik, muss der Soldat manchmal zu Maßnahmen greifen, um sich ein bisschen Luft zu verschaffen. Es gibt verschiedene Methoden. Die eine ist das Unsichtbarmachen. Das heißt, zu versuchen, dem Vorgesetzten nicht über den Weg zu laufen. Und damit zu vermeiden, irgendeine Arbeit von ihm aufs Auge gedrückt zu bekommen. Denn wer als erstes gesehen wird, dem wird die Arbeit angeschafft. Die zweite Methode, und die ich suche, und den Begriff, die ich suche, ist die elegantere, die offensivere. Es heißt, Arbeit vorzutäuschen. Mit verschmutzter Arbeitskleidung, verdreckten Händen und Gegenständen in der Hand unauffällig dem Vorgesetzten vors Auge zu treten, so dass der registriert oder auch im Unterbewusstsein registriert, aha, der Mann ist fleißig, dem schaffe ich keine Arbeit an, den werde ich nicht unterbrechen bei seiner Arbeit. Ich suche meinen anderen Drückeberger. Auch was auch gut funktioniert, besonders in der warmen Zeit, in der Sommerzeit, ist zum Beispiel das künstliche Befeuchten, um Schweiß vorzutäuschen auf T-Shirt und Gesicht. Es funktioniert recht gut. Es gibt unzählige Varianten, die ich jetzt hier nicht alle aufzählen werde. Also, welchen Begriff suche ich? Es gibt auch ein oder zwei Wörter dafür. Schreibt es bitte rein in die Kommentare. Am besten, bevor ihr die anderen Kommentare gelesen habt. Das hat letztes Mal auch gut funktioniert. Klar, da kommt irgendwann der richtige Ausdruck und viele sagen, ach, da brauche ich gar nicht mehr schreiben, aber es ist trotzdem interessant. Ihr könnt mir auch eure Tricks und Erfahrungen mitteilen. Wäre sehr interessant für mich und für die anderen, die die durchlesen. Und noch ein Tipp für mich, wer einen Film sehen will über das Thema, der sollte sich mal anschauen, Immer Ärger mit Sergeant Bilko. In den Hauptrollen, ich glaube, der ist von 1996, in den Hauptrollen Steve Martin und Dan Aykroyd. Das war's. Bis zum nächsten Mal.